Ja, hallo liebe Zuschauer, ich grüße Sie heute aus dem Studio Duisburg und zwar hier an den Wiesen direkt, das ist an der einer schönen Hängebrücke, die ist hier einzigartig, die wird hier hochgezogen hydraulisch und dann haben wir hier auch die Maus-Show, auf der Bühne spielt Rooftop und schöne Schminkereien gibt es für die Kinder, also eine super Party hier. Sehr schön gemacht, wo ist Sean schon wieder? Timo, bring mal Sean hier hin. Dürfen wir da auch mal reinsprechen? Ja, natürlich. Sean, komm. Wir gehen jetzt ab in die Lokalzeit. Lokalzeit Duisburg. Gut gemacht. Wir wissen jetzt, wie es geht. Sean! Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Lokalzeit aus Duisburg. Die Maus und ich sind unterwegs hier bei Ein Tag Live in Duisburg. Sean, da bist du ja. Und wir haben Ewigkeiten Sean gesucht. Da ist er. Und ihn endlich gefunden. Also auch diese Nachrichten gehen gut aus. Sean, komm mal her. Zeig dich mal. Schau wieder. Hallo, Sean. Hallo. Das war ja wieder klar. Schau wieder ganz nach vorne. Bei drei ruft ihr ganz laut, Maus, komm raus. Eins, zwei, drei. Für euch die Maus. Applaus. Ach, Maus, komm hier hin. Mensch, Mensch, die Kinder haben mich alle gerufen. Was wären denn Lach- und Sachgeschichten ohne die Maus? Das wäre doch wie Schokoladenkuchen ohne Schokolade oder wie Fahrradfahren ohne Fahrrad. Das geht doch gar nicht. Hä? Liebe Maus, geht's dir gut? Ach, liebe Maus, irgendwas ist halt immer. Ne? Und jetzt! Irgendwas ist immer. Frag doch mal die Maus. Frag doch mal die Maus. Nochmal! Irgendwas ist immer. Frag doch mal die Maus. Die kennt sich aus. Frag doch mal die Maus, frag doch mal die Maus. Irgendwas ist immer, frag doch mal die Maus, die kennt sich aus. Warum, 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 warum ist die Banane krumm? Jetzt einmal so die Hände hoch. Mit Geräusch, sonst geht's nicht. Die hatte nur noch Stiefel an. Städte in Nordrhein-Westfalen. Duisburg ist natürlich auch dabei.
Stunde das geworden, was sie ist. Und da kommen eben Menschen zu Wort, die sagen, warum sie hier leben und warum sie sich eigentlich nicht vorstellen können, von ihr wegzugehen. Da gibt es zum Beispiel ein Beispiel, ich habe auch in die anderen Filme mal reinlunkern dürfen. Der Duisburger war schon ganz toll. Und ich glaube, in dem Film über Gelsenkirchen sagt halt einer, der sagt, ich könnte morgen Millionär werden, ich würde dir trotzdem nicht weggehen. Und ich glaube, das sagt ganz viel über Heimat. Heimat ist immer so in guten wie in schlechten Zeiten. Mein Wert. Komm her, gib dich hoch! Komm, wir tauschen mal die Plätze. So, als nächstes sieht man mich noch. Warte, das Kabel. So, wir verabschieden uns aus dem Studio. Wir sehen uns wieder. Wir feiern hier noch weiter bei einem Tag live in Duisburg. Tschüss. Schöne Grüße an Elefanten.